Nachdem Henry kurz nach seiner Ankunft mit Beatrice gesprochen hatte, drängte ihn Verena zur Untersuchung bei Dr. Jerome. Sie wollte verständlicherweise endlich Klarheit über den tatsächlichen Zustand des Admirals. Das ist interessant. Dr. Jerome, das sagten Sie bereits zum wiederholten Male. Wäre es möglich, dass Sie sich genauer äußern? Sehr gerne. Die Bildung von DNA erfolgt durch einen Prozess namens DNA-Replikation, der während der Zellteilung stattfindet. DNA besteht aus Bausteinen, die Nukleotide genannt werden. Jedes Nukleotid besteht aus einem Zucker, Desoxyribose, einer Phosphatgruppe und einer von vier Stickstoffbasen, Adenin, Thymine, Cytosin oder Guanin. Vereinfacht ausgedrückt, beim Admiral wurde die DNA verdreifacht, quasi verflochten. Ich will Ihnen das... Unsterblichkeit kann auf mehrere Arten definiert werden, abhängig vom Kontext, in dem der Begriff verwendet wird. Auf Henry trifft die Definition der biologischen Unsterblichkeit zu. Henry ist im Zustand eines Organismus, der nicht an altersbedingten Ursachen stirbt. Was bedeutet, dass solch ein Organismus theoretisch ewig leben könnte, solange er nicht Opfer durch massive äußere Gewalteinwirkung wird, wie eine Explosion oder anderen externen tödlichen Umständen mit gleicher kinetischer Energie. Jetzt musste die biologische Crew darüber informiert werden, was für einige von ihnen kein Problem darstellen würde. Wie es jedoch bei Talia sein würde, darüber war sich Henry nicht sicher. Henry beschloss zunächst, mit Beatrice zu beginnen. Mal im Ernst, zum Essen sind wir nicht hier. Wo drückt dich der Schuh? Kannst du dich noch daran erinnern, dass wir versucht haben, das Solarsystem der Erde mit Baroniumminen zu schützen? Ja, kann ich mich noch daran erinnern. Ich erinnere mich auch daran, dass jemand auf dich zukam und von dir verlangte, die Minen wieder zu entfernen. Genau, da fing alles an. Willst du mir weismachen, dass du die ganzen Jahre über dieses Problem mit dir rumträgst? Zu dem Zeitpunkt war das Problem noch nicht so groß wie heute. Wie sagt man, steter Tropfen höhlt den Stein. Es kam immer wieder etwas dazu. Bis vor 2 Wochen, da gab es den Hammer. Entschuldigung, Admiral. Was der Admiral meint, er wurde von Alana auserkoren. Deswegen wurde er verändert und deswegen ist er jetzt unsterblich. Wir KI wissen davon und Sie, Beatrice, wissen es jetzt auch. Captain, und dabei sollten wir es auch belassen. Als du sagtest, wir KI, meintest du wirklich alle. Wenn Verena etwas sagt, meint sie es meistens so, wie sie es sagt. Unsterblich. Und das hast du erst erfahren, als du gestürzt bist. Richtig, erst dann. Verena verwendete gerade das Wort auserkoren. Wie darf ich das verstehen? Das ist eine lange Geschichte. Ich denke, deswegen bin ich hier. Beatrice erfuhr, dass es Aura, das Kristallschiff, gab. Sie erfuhr, welche Macht dieses Schiff hat. Dass Aura dafür gebaut wurde, um ein Gleichgewicht herzustellen. Ebenfalls erfuhr Beatrice, dass Aura niemals in andere Hände geraten dürfte und Henry deswegen verändert wurde. Weiß es Talia schon? Nein. Henry, vor dieser Verantwortung kannst du nicht kneifen. Egal, ob du unsterblich bist oder nicht, die Wut von Talia zu erleben, ist das nicht wert. Dürfte ich einen Vorschlag machen? Ich bin gespannt. Lass hören. Was passiert ist, ist nicht rückgängig zu machen. Also welche Vorteile haben wir davon? Wir brauchen nicht mehr mit dem plötzlichen Ableben unseres Admirals zu rechnen. Sterblichkeit ist bei unseren Mitteln, die wir zur Verfügung haben, sowieso nur eine Frage der Ansicht. Bis jetzt haben wir nur Menschen repliziert. Ich weiß nicht, ob wir die Physiologie einer Autreska in vollem Umfang nachbilden können. Dann wird es aber Zeit, dass wir das herausfinden. Ho, ho. Langsam. In dieses Gespräch muss Talia mit eingebunden werden. Und so wie ich die familiären Zusammenhänge der Autreska verstanden habe, ihre Schwestern auch. Wir sollten uns Gedanken darüber machen, wie wir es ihnen vermitteln können. Was mit dem Admiral passiert ist, und ihnen dann eine Lösung anbieten. Ich weiß, ihr seid KI und ich weiß, ihr habt kein Problem mit künstlich. Aber mich schaudert, wenn ich mir vorstelle, ich baue eine Kopie von mir nach. Was passiert mit meinem Ich? Technisch gesehen schlafen sie da ein und wachen dort Stopp, auf. Stopp, falsches Wort. Der ganze Hergang hat nichts mit Technik zu tun. Es ist und bleibt Biologie. Nur, dass das Ich nicht sterben muss. Nur weil die Hülle vergänglich ist. Ich komme mir vor wie im Labor von Dr. Frankenstein. So veraltet ist unsere Laboreinrichtung nicht. Henry war bei der ganzen Diskussion ein Gedanke gekommen.
Da Familie bei den Autresca fast schon etwas Heiliges war, wäre die Lösung vielleicht genau die richtige. Er würde die Schwestern zu seiner Leibgarde ausbilden lassen. Dann könnte sich jede selbst entscheiden. Ginger und Sandra hatten sehr positiv auf die Nachricht reagiert, welche Veränderung Henry durchgemacht hatte. Mervyn hatte ganz spontan Henry in den Arm genommen. Ebenso war es bei Lucy und Craig verlaufen. Talia hatte er immer noch nichts gesagt. Er war sich nicht ganz sicher, wie sie reagieren würde. Was, wenn sie erfährt, dass er bis in alle Ewigkeit mit diesem Kristallschiff verbunden ist? Er hatte einmal Talia erlebt, als sie zornig war, damals auf Durox, vor einer ewig langen Zeit. Er war mit Talia in der Bar gewesen. Ein Betrunkener hatte ihr sein Getränk über den Kopf geschüttet. Als ihn Talias Wut traf, hatte Henry sofort mit dem Mann Mitleid. Henry versuchte, Talia zu beruhigen. Damals merkte er, welche Kraft Talia imstande war, in ihrer Wut zu entwickeln. Plötzlich nahm Henry einen wütenden Gedanken wahr. Die Person oder das Wesen musste ganz in seiner Nähe sein. Langsam dreht er den Kopf, um die Richtung, aus der diese Gedanken kamen, festzustellen. Sie kamen aus dem Felsenlabyrinth, das ganz in seiner Nähe war. Hellwach, alle Sinne auf die Person gerichtet, ging er langsam näher. Henry vernahm eine leise weibliche Stimme. Er versuchte, so lautlos wie möglich zu sein. Das gibt es doch nicht. Jetzt taucht hier auch schon wieder Wasser auf. Meine Heimat ertrinkt. Wie soll das noch enden? Sie sind doch gerade erst angewachsen. Wenn ich sie jetzt noch einmal verpflanze, werden sie kleinwüchsige oder sogar absterben. Vielleicht kann ich helfen. Oh nein, du hättest mich gar nicht sehen sollen. Geh weg, vergiss, dass du mich gesehen hast. Los, mach schon, geh weg. Ich werde weder dir noch deinen Kleinen etwas tun. Was ich aber tun kann, ist dir einen trockeneren Platz zu besorgen. Das wäre dir doch recht. Es würde schon reichen, wenn dieser kleine See nicht noch größer werden würde. Feuchtigkeit ist gut, aber langsam wird es zu viel. Weiß der Himmel vorher, dass ganze Wasser kommt? Daran bin ich schuld. Ich lasse das Wasser hierher bringen, um diese Welt grün zu machen. Wenn du so mächtig bist, könntest du mir dann einen Platz besorgen, für mich und meine Kleinen. Schau hin, wir brauchen nicht viel Platz, aber nasse Füße sind nicht gesund. Wie soll denn der Platz aussehen? Ich weiß nicht, ob du das kannst. Als ich noch klein war, habe ich ganz oben in den Bergen gelebt. Ein heftiger Sturm hat mich hierher ins Tal gebracht. Was, wenn ich dich dorthin bringe, wo du als Kind gelebt hast und dafür sorge, dass der Wind dich und deine Kleinen nicht mehr erfasst? Das wäre schön. Nenn mich Bora. Wie soll ich dich nennen? Einfach nur Henry. Henry erfasste ganz leicht den Gedanken an den Ort, wo Bora einst gelebt hatte. Weiter traute sich Henry jedoch nicht, in den Geist dieser kleinen Person einzudringen. Trotz all der Mühen, die Gouverneur Norbu in die Terraformierung gesteckt hatte, war es unmöglich gewesen, den gesamten Planeten zu kartografieren. Es gab noch viele unerforschte und weitgehend unbekannte Gebiete auf Durox. Henry hatte einen dieser Orte in Boras Gedanken entdeckt. Das Erste, was ihm auffiel, waren die Palmen über den Wolken. Doch Henry dachte in diesem Moment nicht weiter darüber nach. Denn für ihn stand die Rettung von Bora und ihrer Brut an erster Stelle. Juhu! Ich werde Verena anweisen, dass sie einen Schild über dich und deine Kleinen legt, damit dir das mit dem Wind nicht nochmal passiert. Vielen Dank, Henry. Du möchtest wirklich hier an diesem Ort mit deinen Kleinen leben? Oh ja, hier ist der beste Ort für mich und meine Kleinen. Ich wollte nur sicher gehen. Ist es dir recht, wenn ich von Zeit zu Zeit nach dir schaue? Aber sicher. Ich würde mich freuen, dich wiederzusehen. Hast du etwas dagegen, wenn ich mich hier umsehe? Dieser Ort gehört mir nicht. Es steht dir frei, alles anzuschauen. Verena, ich benötige an meiner Position ein Erkundungsteam. Dieser Ort liegt über den Wolken, dennoch ist es hier warm genug, dass Palmen wachsen. Admiral, bitte bleiben Sie an Ihrer Position. Wir sind sofort da. Es freut mich zu sehen, dass Sie sich den Absturz zu Herzen genommen haben. Über das Thema müssen wir noch einmal reden. Wer baut so weit oben so etwas in den Felsen?
Die nächste Frage ist, zu welcher Zeit wurde das gebaut? Offenbar eine Sicherheitseinrichtung. Das sind humanoide Skelette. Es wird immer mysteriöser. Bitte nichts anfassen, alles könnte eine Falle auslösen.